Nostalgie-Vibes, ganz kurz. 13,50 für ein Kilo Hasch. Digga, alle waren geprägt von Haftbefehl. Der komplette Pausenhof, Digga. Ich sag so, wie es ist, ne? Haftbefehl, Abi im Café zu haben, wäre brutal. Haft einfach Legende, Bro. Der Bruder Leon ist gerade zu Besuch bei uns, Aslaks. Wir gehen gleich auf die Bühne. Ja, Mann, Killer. Hey, ja, Mann, Killer. Einfach irgendwas gesagt, Bruder. Digga, ich war voll nervös. Ich verfolge ihn auf jeden Fall. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ich küsse euer Herz, Dicker. Wie geht's? Alles gut? Stream it in, man. Wisst ihr, was ich mir gerade reingezogen hab? Guck mal hier, Nostalgie-Vibes, ganz kurz. 13,50 für ein Kilo Hasch, sogar Presse Sachbi, ich liebe meine Stadt. 1-1 in den Chat, wer die Zeiten noch kennt, Bro. Hafti, den Man. Bro, das waren noch Rap-Zeiten, oder? Sei ehrlich, Alter. Haftbefehl-Zeit war schon krass, Mann. Auch so davor natürlich, ne? Azad, Savas, dies, das, bla. Aber wo Haftbefehl gekommen ist, war irgendwie nochmal so... Der hat nochmal richtig so ein Ding irgendwie aufgemacht, so. Das war krass. Ich weiß noch damals. Dicker, alle waren geprägt von Haftbefehl. Der komplette Pausenhof, Digga. Wir sind alle mit Haftbefehl-Sprüchen und haben versucht, diese Stimme nachzumachen, so. Ah... Dann mit der Popcorn, weißt du, dieses hohe so. Geil, Dicker. Beste Zeiten. Ich sag so, wie es ist, ne? Haftbefehl, Abi im Café zu haben, wäre brutal. Ah, das wäre für mich das wäre für mich auf jeden Fall nochmal so eine Nummer, so. Da wäre ich sogar auch nochmal richtig, glaube ich, nervös, so. Ich schwöre dir. Haft einfach Legende, Bro. Ich habe den das erste Mal gesehen, da war gerade der Anfang von seinem Hype. Weinheim, Kaffee Zentral, Dicker. Alle Weinheimer wissen ganz genau, was Kaffee Zentral ist. Und da hat der eine Show gehabt, so. Und natürlich sind wir dann 1-2 Stunden vorher schon da rumgesprungen. So, weil ich habe im Weinheim gewohnt, früher. Und dann sind wir da rumgesprungen und so. Und dann ist der Bruder einfach da angekommen, so mit Auto. Ist aus dem Auto ausgestiegen und so. Da waren wir noch voll schockiert, ich weiß noch. Da waren wir noch voll schockiert, weil der so riesig war, der ist ja über 2 Meter, ich bin ja schon groß, der war nochmal so 1-2 Köpfe größer als ich, so ich musste so hochgucken zu dem, so, hey, Haft, was geht und so, daran kann der sich safe nicht mehr erinnern, so, aber das war auf jeden Fall crazy, da war sogar Kurdo noch da, Kurdo war da, da war der gerade zu den Aslaks gegangen, da kommt der auch aus Heidelberg, das waren krasse Zeiten und dann habe ich Haft auch auf dem Splash gesehen, wo ich das erste Mal auf dem Splash war, wo das eigentlich alles angefangen hat mit dieser YouTube-Deutschrap-Kombinationsnummer. Ich und Fanus sind ja einfach auf Splash gegangen damals. Und da war für mich auch so richtig crazy, das war für mich richtig Ehre. Können wir uns mal zusammen kurz reinziehen? Da hat der Bruder gesagt, so, dass er sich meine Videos immer reinzieht, weil seine Frau gerade schwanger ist und so gerade Kind gekriegt, dies, das, bla. Und es war für mich auf jeden Fall so ein richtiger, so, ich so, krass, Digga. Einfach Haft guckt meine Videos so. Wir gehen da mal rein. Auf Nostalgie-Basis habe ich auch Bock, mir das kurz zu geben, ja. Der E-Commerce-Plattform, der mehr als ein... Outs, Shopify drin, na, Mann. Ist gerade zu Besuch bei uns, Aslaks. Wir gehen gleich auf die Bühne. Ja, Mann, Killer. Splash eben auf, Alter. Ja, Mann, Killer. Einfach irgendwas gesagt, Bruder. Hört ihr mich? Moin, Alter, 68 ist am Start. Servus, Alter. Ja, jetzt geht auf. Ich verfolge den Bruder auf YouTube, Digga. Ich verfolge ihn auf jeden Fall. Geh mit dem Splashy Vibes, man. Splashy! Check den Bruder ab, Mann. Mach Killer. Geil. Splash, Leute! Das ist Hip-Hop, Motherfuckers. Digga, crazy. Wenn ich mir das selber reinziehe, Bruder, ich krieg so richtige Nostalgie-Filme. Bro, Scheiße, auf dem Splash war Killer, ja? Ja, komm, I like that, man. I love that, man. Geil, Digga. Auf jeden Fall die Jugend geprägt mit diesem I like that man, I love it man. Was kannst du eigentlich? Ich kann viel, glaub mir. Keiner kann mich stoppen, wenn ich Scheine hol. Stürme mit der Crew diese Industrie.
nebenbei Flus machen in der Street. Splashy, den Motherfuckers. Gib mir dem Splashy Vibes, man. Splashy! Du den schon, komm mal, man. Geil, Dicker, auf jeden Fall. Ah, hier sind wir schon, wa? Oh, das ist schwer. Derzeit Rin. Rin. Ja, Rin. Nur auch Rin, auf jeden Fall, Digga. Okay, Rin, ja. War jetzt schon 3-4 Mal, ne? Rin. Ja, Rin. Rin ist krass, Digga. Krass. Rin. Okay, danke. Sind wir noch damals rumgelaufen auf dem Splash, haben so die Leute gefragt, was die so Deutschrap-mäßig aktuell am meisten feiern und so. Shoutouts an alle Leute, die sagen, dass wir nichts für Rap gemacht haben. Hey, kein Thema, Jungs, ne? Viel Spaß noch, wir sehen uns. Alle Albus, ja. Hey, Spaß beiseite, das war voll geil da auf dem Splash. So das erste Mal auch, keine Ahnung, da habe ich jetzt zum ersten Mal auch mit den Künstlern so connected. Weißt du, vorher war es eigentlich nur von meiner Seite aus Support. So, weil ich Deutschrap halt schon immer gefühlt und gefeiert und das hat mich schon immer geprägt, Bruder, an der Stelle. Präge den, Motherfucker. Und da war es geil auf dem Splash zum ersten Mal die Leute so zu sehen. Aber was man dazu sagen muss, ich habe mir auch letztens ein Interview von Davut von TV Straßensound reingezogen. Der wurde auch noch nie eingeladen auf dem Splash und wir wurden auch nicht eingeladen. Also wir haben uns da reingedrückt. Wir sind einfach hin und dann haben wir vor Ort einfach gehustelt und geschaut, ob wir irgendwie Backstage-Pässe klar machen können. Die wollten uns auch auf Krampf nicht im Backstage reinlassen, obwohl die ganzen Künstler gesagt haben, ey, der gehört zu uns, der gehört zu uns. Von Zuna bis Maxwell bis alle haben gesagt so, ey, der kann zu uns, alles cool und so. Und irgendwann nachts sind wir dann da trotzdem reingekommen. Und es war auf jeden Fall eine witzige Night, so. Das war eine krasse Nacht, so. Krass, krass. Kann ich gar nicht alles erzählen, was da passiert ist, Bro. What's up, man? Tschüss. Wer war das? Was ist das? I love it, man. Alles klar? Gut, gut, gut. Welchen Rapper feierst du am meisten so? Ja, was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade auf dem Splash. Der Bruder Leon ist gerade zu Besuch bei uns, Aslaks, wir gehen gleich auf die Bühne. Ja, Mann, Killer. Wir supporten Hannibal auf jeden Fall. Mhm. Ich habe hier nicht geschlafen, ich bin am Arsch. Digga, ich war voll nervös. Ich sag dir, wie es ist, ne? Ich sag so, sonst alles gut. Ich war voll nervös, Digga. Haftbefehl ist für mich Legende, Bro. Gut, Alter, Sohn? Alhamdulillah, alles gut. Mein Sohn wächst und wächst. Alles gut. Hauptsache, mein Sohn ist gesund. Vater geworden jetzt, ne? Ja, ja. Was für eine Umstellung, so? Was für ein Feeling für dich? Super schön, Digga. Super schön, Alter. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Ja, Mann, Alter. Jetzt, so, geht auch. Ich bin voll cringe, Bruder. Der Bruder auch auf YouTube, Digga. Ich verfolge ihn auf jeden Fall. Ich bin auch so voll fauler Mensch geworden. Ich bestelle noch Pizza und den Scheiß. Echt jetzt? Und dann gucke ich mir auch YouTube an mittlerweile. Ja, und es macht mir auf jeden Fall Spaß. Krass. Der Bruder ist sympathisch. Support den Bruder. Wir sehen uns in Schala. Passt auf euch. Killer, Bruder. Danke dir, Bruder. Fresh, man. Auf die Abi, Motherfuckers. Auf jeden Fall Killer hier alles, Mann. So. Krass, Dicker. Ich schwör's dir. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. So. Für mich auch nice, nochmal zu sehen, einfach. Grüße gehen raus an Baba Hafti, Alter. Oh shit, man, wir haben einen neuen Member in der Family auf jeden Fall. Trax, Tyrax. Tyrax, danke für den Support, Bre. Dabei ist alles, Motherfucker. Wie groß der ist, ne? Krass, Digga. So, warte mal. Wieder umschwitchen. Krasse Zeiten. Wer von euch hat mich damals schon verfolgt? Wer von euch war damals schon Member in der Family? Oh shit, man, Dunja, was geht ab? Stößchen. Wie geht's, alles gut? Du hast einfach ein bisschen hochgeguckt. Hahaha, echt groß, der Bruder. Ey, einfach zwei Meter noch was, glaube ich. So, ich bin 1,90 und der Abi ist auf jeden Fall größer. Ist krass, also einer von wenigen aus der Szene auch, die größer sind als ich. Wenn ich so überlege. Bei wem, es gab mal einen Künstler, wo ich nicht gedacht habe, dass der groß ist und der war auf einmal groß. So. Oh, ein paar Künstler sind schon ein bisschen größer, so. Ich weiß nicht, Kollege Farid sind auch so, glaube ich, so 1,80, 1,90, so in dem Dreh. Ja, ah, irgendeiner hat mich schockiert, ich weiß nur, irgendeiner hatte mich mal krass schockiert auf jeden Fall. Oh shit, Gemmo ist auch da. Gemmo, was geht, Abi? Alles gut? Alles nice. Bones. Ja, Bones ist auch Riese, ne? Stimmt. Stimmt, stimmt. Die alle. Jizzes. Bones. Bones mit Bones. Bones habe ich Bones mal. Ja, doch. Bones habe ich auch schon in Real Life gesehen. Kurz gequatscht so. Jizzes, Maxwell, die sind auch alle relativ groß, ja. Stimmt. Stimmt.